Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, ich danke Ihnen, dass Sie heute den digitalen Weg zu uns gefunden haben, um ein wenig mit uns Schwabenball zu feiern. Einen Schwabenball, den wir heute sehr gerne wieder zusammen mit Ihnen allen in der Stadthalle unserer Patenstadt Gerlingen gefeiert hätten. Doch leider hat uns die Corona-Pandemie nun seit mehr als einem Jahr fest im Griff und bestimmt unser Leben in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Und so bleibt mir in Anführungszeichen lediglich der digitale Gruß über Ihren Computer, über Ihr Tablet oder über Ihr Smartphone. Wir alle hoffen natürlich, dass wir uns möglichst bald wieder gesund und in alter Frische in Gerlingen oder auch sonst irgendwo treffen können. Und genauso fiebern wir wieder den Begegnungen mit unseren Freunden, unseren Bekannten und unseren Landsleuten in Ungarn entgegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserer Patenstadt Gerlingen feiern wir nun seit 1976 unseren Bundesschwabenball und setzen damit eine Tradition fort, die mit dem ersten Schwabenball am 1. Februar 1925 in Budapest begann. Zu diesem ersten Treffen nach Budapest hatte vor fast genau 100 Jahren der für uns unvergessene Professor Dr. Jakob Bleier aufgerufen, der die Geschicke des Deutschtums in Ungarn nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1933 maßgeblich lenkte und mitgestaltete. Aus allen Regionen Ungarns sind damals Ungarndeutsche nach Budapest gekommen, um ihre typischen Trachten vorzustellen, um ihre gemeinsame Identität zu stärken und den Austausch zwischen den Regionen zu pflegen. Diese Tradition der Schwabenbälle führten wir heimatvertriebenen Ungarndeutschen dann auch nach dem Verlust der alten Heimat in unserer neuen Heimat fort. Und so fand am 10. Februar 1952 der erste große Schwabenball der Ungarndeutschen in der Reithalle in Ludwigsburg statt. Weit mehr als 1000 heimatvertriebene Ungarndeutsche suchten einander und fanden sich einem gemeinsames Leid, aber auch erste gemeinsame Freuden zu teilen. Über 1000. Wahnsinn! Welche Faszination unsere Eltern- und Großelterngeneration schon damals bewegte, um sich einmal im Jahr zu einer riesengroßen Trachtenschau zu treffen. Obwohl ich einer anderen Generation angehöre, versuche ich mir oft vorzustellen, wie das damals wohl war, waren doch auch schon meine Großeltern Gäste bei diesen Schwabenbällen in Ludwigsburg. Und so muss ich auch immer wieder ein wenig schmunzeln, wenn ich beim Blättern in den alten Fotoalben meiner Großeltern das Bild meines damals 17-jährigen Vaters sehe, als er im Jahr 1958 in der alten Elleker Bauerntracht zusammen mit seiner Schwester, ebenfalls in der Elleker Mädchentracht, beim Schwabenball an dieser großartigen Trachtenschau teilnahm. Liebe Freunde, wir wollen mit unserer Traditions- und Brauchtumspflege der Ungarndeutschen aber auch den Blick in die Zukunft richten. Meine Bundesvorsitzende Kollegin der LDU in Ungarn, Frau Ibolya Hoc-Engländer, wiederholte in ihrer diesjährigen Ansprache zum Festtag der deutschen Nationalitätenselbstverwaltung in Ungarn ihre Botschaft und ich zitiere sie: Wir selbst sind die Garantie für unsere eigene Zukunft. Das gilt für unsere in Ungarn lebende Gemeinschaft genauso wie für uns hier in Deutschland lebenden Ungarndeutschen. Und deshalb gilt auch für mich nach wie vor der Leitspruch unserer Landsleute in Ungarn, von dem ich Sie alle faszinieren möchte. Ungarndeutsch. Ja, auch wir stehen dazu. Ich weiß, dass dies nicht nur in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie eine Herkulesaufgabe darstellt, aber seien Sie sich sicher, wir als Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn werden auch in Zukunft mit unseren bescheidenen Möglichkeiten versuchen, uns auch künftig als Brückenbauer zwischen den Ungarndeutschen und den Deutschen aus Ungarn einzusetzen, dass wir auch in Zukunft unsere Traditionen und unser Brauchtum pflegen, dass wir gemeinsam unsere Kirchweihfeste und Schwabenbälle feiern,
dass wir uns um unsere Gedenkstätten, unsere Heimatstuben und unsere sonstigen lokalen Einrichtungen kümmern, dass wir einfach auch in Zukunft stolz darauf sein können, dass wir etwas Besonderes sind. Denn wir sind Ungarndeutsche. In diesem Sinne danke ich allen, die zum Gelingen des heutigen digitalen Programmes beigetragen haben. Stellvertretend für alle den Mitgliedern des Landesvorstandes der LDU in Baden-Württemberg, Herrn Alfred Freistetter und Herrn Michael Fritton. Und wünsche Ihnen nun viel Spaß und Freude. Hiermit eröffne ich unseren diesjährigen Bundesschwabenball. Seien Sie mit uns Ungarndeutsch und stehen Sie dazu. Thank you.
die Frauen, die schon verheiratet waren und sonntags dann vielleicht zum Spaziergang gegangen sind oder vielleicht auch zum Kirchgang. Das ist die Fachgruppe St. Anna, seit Jahren Stammgast hier im Deutschen Schwabenland. St. Anna ist die östliche Nachbargemeinde von Erik in Rumänien. Und die, ihr seid jetzt zu Hause in Eichhorn. Ist richtig? Verschieden. Ah, Stuttgart eben. So, schön, schön. So, und jetzt möchte ich gerne das Mikrofon Ihnen geben und erklärt uns ein bisschen, was Sie mitmachen. Was ich jetzt hier anhabe, ist die Kirchenbeitrag in pflegeleichterer Art. Wir haben nochmal eine. Aber leider gibt es keine Frau mehr, die das, den Baju, ich denke mal, das kommt vom Ungarischen her. So haben wir gesagt, das bügeln können, das ist ganz gestärkt und eng und das können wir. Also das hat meine Mutter zum Beispiel hat es gebügelt, aber leider kann sie die auch nicht. Habe ich bei der Pflege leichtere Kehlvertracht an. Was haben wir noch hier? Ich habe eine erneuerte Alltagstracht, Werktagstracht, aber ich gehe mal weiter. Vielleicht kann Katharina ein bisschen näher was zu dieser Tracht sagen. Nichts hat Bestand als der Wandel. Und so haben wir es auch gemacht mit unseren Sitten und Bräuchen. Und zwar haben wir versucht, unsere Trachten in die heutige Zeit zu transportieren und sie ein bisschen anzupassen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass auch in den letzten Jahren immer wieder Trachten sich verändert haben. Also meine Großmutter hat eine andere Tracht angehabt als meine Mutter. Und ich wiederum eine andere als sie davor. Und so hat jede Generation ein Stück weit Veränderung mitgebracht. Und uns war es wichtig, dass die Elemente der Tracht beibehalten werden. Ich habe hier zu meiner Linken die Sonntagstracht. Die war eben in gedeckten Farben immer gehalten, entweder wie hier in Schwarz oder in einem dunklen Bordeaux oder in einem dunklen Grün, Blau, entsprechend. Was die Trachten aber in St. Anna alle gemeinsam haben, ist dieser Herzausschnitt vorne auch hier deutlich zu sehen.